Gerhard Blaboll begrüßt Sie zu einer weiteren Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Hier erfahren Sie interessante Neuigkeiten, bisher noch nie Erzähltes und sehr Persönliches von Schauspielern, Kabarettisten, Sängern, Schriftstellern, Musikern, Malern, Bildhauern, Karikaturisten und anderen Kulturschaffenden Österreichs, durchmischt von der Lieblingsmusik der jeweiligen Gäste. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind auf der Wienwelle mit Künstlern auf Du und Du. Wir haben heute einen ganz lieben Gast bei uns, den Sie alle kennen. Wir hoffen es. Den Sepp Krasnitzer. Servus, Sepp. Ja, servus, Gerhard. Grüß dich. Kennen tun dich die meisten noch aus deiner Zeit mit Waterloo und Robinson. Du warst der Robinson bei der ganzen Geschichte. So ist es. Das Interessante ist, jeder glaubt, dass du ein Oberösterreicher bist. Und in Wirklichkeit stimmt's nicht. Du bist aus Straßburg. Ich bin aus Straßburg in Kärnten. Ich bin dort geboren und bin relativ mit der dritten Klasse Volksschule nach Linz gekommen. Also meine Eltern sind ausgewandert, so damals war es noch weit. Und ja, und so bin ich auch Oberösterreicher geworden, zufälligerweise. Aber du bist ja nicht nur Oberösterreicher geworden, sondern hast auch einen Zivilberuf ergriffen. Du hast ja laut deiner Homepage im Betrieb deiner Eltern mitgearbeitet. So ist es. Haben die ein grafisches Unternehmen gehabt oder was war das? Nein, meine Eltern haben damals ein Landwirtschaftsproduktegeschäft gehabt und ich habe dort meine Lehre abgeschlossen. Also das heißt, ich bin bei meinen eigenen Eltern gelernt. Aber nur diese Lehre war für mich eher nicht das Richtige, sondern ich habe mehr Auslagen dekoriert, als ich andere Sachen gemacht. Und bin gleich nach der Lehrzeit, also damals hat man ja noch den Lehrberuf Dekorateur noch gar nicht gehabt. Da hat man zuerst eine kaufmännische Lehre machen müssen. Und dann erst Dekorateur werden. Und bei mir war das dann so, ich bin dann sofort nach der Lehrzeit weg, zu einem Abschluss gehabt und war Dekorateur. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist, bei den eigenen Eltern im Betrieb arbeiten. Ja. Oder wenn die nicht nur im Privatbereich sagen, was man zum Tun hat, sondern auch beruflich dann noch. Ja, das Problem war halt das, also damals hat man die große Auswahl überhaupt noch gar nicht gehabt, also dass man sagt, ich möchte dies und das und schon, sogar schon als Dekorateur arbeiten, das war für meine Eltern ein Hungerleiterberuf. Also man kann nie was werden draus, also und so habe ich meinen Weg gemacht. Aber wie ist denn das gekommen? Du hast ja nachher dann, war es am Bruckner Konservatorium, Geige studiert? Ja. Das war ist das jetzt nicht normal für einen Dekorateur? Nein, ich habe schon während meiner Schulzeit damals, war ich zuerst in der Geigenschule, war das bei uns gerade Musikschule, und habe dort angefangen, dort war ich nur ein Jahr, und bin dann sofort gewechselt zum Innsbrucker Konservatorium und habe dort die Geige gelernt, richtig gelernt. Ich habe leider durch einen Skiunfall diesen Beruf, ich wollte gerne zu der Wilhelmina Philharmoniker gehen, aber es ist nicht gegangen, weil ich ein Jahr dann aussitzen müssen durch den Unfall und dadurch bin ich dann auf die Gitarre umgestiegen. Spielst du heute noch Geige? Ja, freilich, ja klar. Aber natürlich als Profi viel zu wenig. Ja, gerade Geige ist ein Instrument, das man sehr viel üben muss. Ne? Ja. Wie oft kommst du denn dazu, dass du heute noch spielst? Weil das darf mich jetzt da wirklich interessieren, weil ich habe dir schon oft singen gehört oder Gitarre spielen gehört, aber Geigen spielen natürlich noch nie. Nein, ich habe schon damals mit Hansi, wenn wir unterwegs waren, die Geige ziemlich oft mitgehabt. Wir haben aber im Programm haben wir Lieder gehabt, wo ich die Geigen dazu gespielt habe. Ach, das warst du? Das war ich, ja. Ich habe geglaubt, du hast da irgendwelche Background-Musiker gehabt oder nein, so. Nein, die Geige habe ich gespielt, ja. Und, aber das war dann ein zu großer Aufwand immer wieder und da haben wir gesagt, okay, Gitarren reichen eigentlich und so ein modernes Instrument war es damals nicht. Wobei heute, wenn ich heute sagen muss, ist das für mich das absolut Prunkstück der Musik überhaupt. Ne? Ja, aber man unterschätzt da oft auch die Instrumente. Ich war gestern erst bei einer Vorstellung von zwei Zither-Spielerinnen. Ja, unterschätzt und die haben die Zither gespielt und haben dabei eine Jazznummer von Django Reinhardt. Aber ja, sowas habe ich gebracht. Ja, super. Ja, super. Ja, genau das ist es ja. Also man unterschätzt die Instrumente, also wie Geigen oder wie Trompeten zum Beispiel. Die kann man ganz anders einsetzen. Oder Saxophon war auch mal unmodern eigentlich. In der modernen Musik. Ja, nicht? Also, richtig, ja. Jetzt haben wir gesagt, also, okay, warum nicht? Wir haben auch Banjos drinnen und alles Mögliche drin gehabt. Nicht? Also alles, was eigentlich unmodern war. Nicht? Aber das hat sich einfach gut in unsere Musik eingefügt. Und so wollte ich eigentlich die Geigen auch mit dabei haben. Ich mache es ja heute noch im Studio teilweise. Weil ein Freund von mir hat ein super Studio in Bruckbach, heißt das. Das ist bei Weidhofen an der Ybbs. Sonntagberg, also wunderschöne Gegend da drinnen. Mhm.
Und dort arbeiten wir zu zweit und schaut keiner auf die Uhr, wie spät es ist oder ob man hören wir auf, fangen wir an. Es wird einfach dahin gearbeitet, bis uns nicht mehr gefreut. Und so entstehen jetzt unsere Titel. Und das ist natürlich für mich schon Optimum, so zu arbeiten. Dann hören wir uns da einfach von den Titeln an. Okay. Du hast uns da zwei CDs mitgebracht. Was? Ja. Hören wir als erstes. Also wir können gleich das Vigro Old, weil das passt nämlich genau zu unserem Alter. Da können wir sie anhören. Ist ein bisschen country-rockig angehaucht, die ganze CD. Also es ist meine Musik eigentlich nicht. Wunderbar. Wir werden alt. Das ist ein Lied, das thematisch ganz ähnlich ist zu einem Lied, mit dem du mich vor 5 Jahren beeindruckt hast. Lilis Haus. Yes, das neue. Ja. Geht's ja, ja genau. Auch darum, ne? Ja, genau, wir werden ja alt und ja. Was war die Vergangenheit? Richtig. Da hast ja du den Text auch geschrieben, gell? Auch richtig, ja, ich habe den Text geschrieben damals. Und nur, das hat super in die Zeit gepasst. Das war folkloristisch ein bisschen angehaucht, das Ganze. Und das war die Peace-Zeit. In der Zeit bin ich eigentlich aufgewachsen. Also Woodstock und alles, was in dieser Richtung war, ein bisschen Revoluzzer. Also aber eigentlich eine musikalisch wunderschöne Zeit. Und es hat sich auch wirklich viel getan. Und ja, sehr fruchtbar. Eine fruchtbare Zeit, ja. Und wir zählen ja heute nur davon, aus den Liedern von damals. Und ich habe mir natürlich für mich selbst viel mitgenommen aus dieser Zeit. Und wenn ich mir heute so anschaue, es läuft zwar alles über Computer, es ist eine riesen Arbeitserleichterung, aber ein geistiger Rückschritt eigentlich, nicht? Wie bist du auf den Inhalt Lilis Haus gekommen? Damals warst du ein junger Bursch, das war Anfang der 70er Jahre, ja, glaube ich, nicht? Da ja, warst genau, du 25 oder irgendwas, ja, nicht? Ja. Wie kommt man als so junger Bursch auf einen doch sehr tiefgehenden Text, also der viel tiefer geht, als so dahin plätschert? So ist es. Das ist Lilis Haus, ja. Sie im Vorübergehen, das alles anzusehen, stimmt schaurig. Ja. Aber es ist ja viel tiefergehend. Naja, ich habe relativ viel gelesen, ich meine, das tue ich heute noch. Damals in dieser Zeit habe ich ein Buch in die Hand genommen oder ein Buch geschenkt bekommen. Und da ist also immer so ein Thema gegangen, also war wirklich ganz arme Familie, die sich in späteren Jahren einmal errappelt hat, aber in der Zeit, wo es dann wirklich losgegangen wäre zu leben, sind die Eltern gestorben und das Mädchen ist ganz alleine da gestanden. Also. Und aus diesem Buch habe ich mir eigentlich zwei Lieder gemerkt, also zwei Liedertexte gemerkt und auch Titeln. Das war das erste überhaupt war Du kannst sehen, das ist das ganze Mal Blindes Mädchen. Das war auch so eine Geschichte aus dem Buch und Lilis Haus ist auch so entstanden, aus der Leserei. Wie sind die anderen Titel entstanden? Also anderer Riesenhit aus der Zeit, damals Hollywood, ja klar, Baby Blue, Baby Blue. Mein Gott, nein, der Disco-Hit über 3 Jahre, glaube ich. Ja. Wie seid ihr auf das gekommen? Naja, wir haben in unserer Zeit, also wir haben wirklich jedes Gasthaus abgespielt, das es gegeben hat in Österreich. Und dadurch haben wir auch viel Musiker kennengelernt und Leute kennengelernt. Und Christian Kolonowitz, wie er noch nach Wien gekommen ist, hat er in einem Brauterstern eine Zimmerwohnung gehabt. Und da war, und das hat sehr nobliche Gegend. Eine super Gegend. Eine Zimmerwohnung, und die war schwarz ausgemalt, wirklich. Yes, das nahm das auch noch. Das einzige Weiße waren die weißen Klavier, das was da drinnen war. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen und der Christian hat gesagt, ja Burschen, ich schreibe für euch eine Nummer, was wollt ihr? Ich sag dann zu Christian, gesagt, du kannst, lass da irgendwie sowas einfallen wie Simon & Garfunkel, Bridge over Troubled Water in dieser Richtung. Und der Christian sagt, ja, das ist schwer, was der, und aber eine Woche später hat er uns angerufen und hat gesagt, du, ich hätte was da für euch, wo ich zeige es auch. Und das war dann Hollywood. Nicht schlecht. Ja. Das ist richtig eingefallen. Ist richtig. Wie bist denn du zu deinem Namen gekommen, zum Robinson? Ja, das war eigentlich ein Bandname von mir damals. Ich habe eben alles selber gemacht, aber haben meine Mitbegründer aus der Band haben zu mir gesagt, was die, du lebst über der Robinson, was die, alles bist du allein, ich war und kannst dich gleich auf eine Insel ziehen. Und da haben wir das war für mich, Robinson, klingt gut, bleibe dabei. Und seitdem heiße ich Robinson. Und der Hans hat sich natürlich als Waterloo dazu suchen müssen. Habe ich gesagt, phonetisch klingt es nicht schlecht, also Waterloo und Robinson, also passt. Ihr wart ja ein ganz gutes Duo. Irgendwann Anfang der 80er Jahre ist es dann auseinandergegangen. Man hat ziemlich viel gelesen und ja, waren Gerüchte über Unstimmigkeiten und das hin und vor nicht recht passt hat. Ja. Und die man in einer künstlerischen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und viel Zeit miteinander zu verbringen, das ist sowieso was Schwieriges. Ja, das ist halt so, das ist wie eine Ehe eigentlich, nicht? Also, aber du lebst die irgendwann einmal auseinander.
Wobei ich eher ein zugänglicher Mensch bin. Also ich bin nicht der, der irgendwie zum Streiten anfängt oder weiß Gott was. Aber nur wenn sich der Charakter eines Typen ändert, dann ist es halt schwer, dass man das wieder in die gleiche Scholle legen kann. Ne? Und so hat sich damals wirklich, also mir wirklich wie Eheleute in einem Bett geschlafen damals. Weil das war ja nicht so, dass man gesagt hat, es gibt verschiedene Hotelzimmer, das, wir haben ja auch sparen müssen. Ne? Und der Veranstalter hat sparen müssen. Also miteinander in ein E-Bett legen. Also wir als Ehepaar. Aber das war halt so. Nicht? Also, und am Schluss war es dann so weit, dass du den Partner halt nicht mehr rühren kannst. Also da wirst du so sensibel. Du meinst, also und also, man lebt sich dann auseinander. Und das, was dann musikalisch auch nicht mehr stimmt, dann okay. Aber gesagt, ist vorbei, aus, das kannst du nicht mehr ändern. Nicht? Und wieder von vorne anfangen und wieder neu zu produzieren, wieder was Neues machen, ist eigentlich in der Zeit nicht mehr drinnen. Na, dann holen wir uns ein musikalisches Beispiel an, wie es jetzt wieder unterwegs bist. Okay, ja. Alt sind wir eh schon geworden, wie geholt, ja. Was hören wir jetzt da? Von den anderen? Ja, da gibt es ein deutsches Album, das ist heuer rausgekommen. Also, ist halt, bin nicht ganz ich selber, aber ich würde sagen, später aber doch passt nämlich genau zu wie geholt. Ja, das stimmt, ja. Okay. Später aber doch geht alles auf und dann kannst du es verstehen. Später aber doch bringt mich jetzt natürlich auf deine Hertha, das ist ganz klar. Okay. Wie lange sitzen ihr schon beieinander? Ja, also das ist passiert bei Musikern, so wie bei mir, ziemlich selten, weil die meisten sind alle geschieden, die ich kenne noch. Aber wir sind jetzt genau 42 Jahre verheiratet. 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 Richtig legal, richtig, mit. Ja, richtig allen, legal, mit allem drum und dran, ja. Also, und habe aber auch schon 3 Enkelkinder, muss ich dazu sagen. Mit der Hertha. Mit der Hertha, ja. Mit der Hertha. Naja, da fehlen mir eh die Worte, oder? Nein, also, ich bin stolz drauf. Ich bin stolz drauf. Also meine, ich habe 2 Töchter und die sind alle Gott sei Dank also auch in die künstlerische Fußstapfen getreten. Also meine jüngere Tochter, die ist Magister für Kultur und in dem Kulturbereich, und die ältere Tochter ist im Sozialbereich tätig. Also, ich muss sagen, alle 2 gut verfolgt, war okay. Sie sollten ja sehen, wie er stolz jetzt reinschaut. Leider können wir das jetzt da nicht übers Radio bringen, aber ja. Nein, das freut mich wirklich. Kompliment. Und so wie du sagst, gerade in Musikerkreisen ist es ja nicht so das Übliche, weil das Klischee ist ja leider wahr. Man hat als Musiker halt sehr häufig irgendwo einen Gig und ist nächtelang, wochenlang oft woanders unterwegs und das ist für eine Beziehung halt nicht gut. Wie seid ihr da damit umgegangen? Na, wir haben dann relativ gut damit umgegangen, weil ich habe gesagt, ich bin nicht der Typ, der jetzt da auf Brautschau geht, wenn ich irgendwo unterwegs war, auch in unserer besten Zeit nicht, sondern mir war immer wichtig, die musikalische Background. Das hat eben andere abgedeckt in der Kantur. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank also. Und ich muss dir ehrlich sagen, das, was am Schluss nach jedem Konzert übrig bleibt, ist eigentlich ein bisschen Abschaum und das hat mich ein bisschen gestört. Also da hätte ich nie zugegriffen oder nie zugeschlagen, sagen wir so. Aber wir haben ja genug Leute dabei gehabt, die abgesandt haben. Aber man muss dazu sagen, es ist, mein Leben war die Familie immer schon. Wir waren auch von Grund auf immer viel gemeinsam unterwegs. Also, die Hertha war ja auch auf der Kunsthochschule, hat Keramik gemacht und ich habe Grafik und Design gemacht. Und, dort sind wir auch schon relativ übereinander gewesen. Und ja, so ist das dann weitergelaufen. Ne? Dann ist halt die erste Tochter gekommen und dahin und so geht's. Aber wann dann die erste Tochter da war, ist es ja nicht mehr so einfach gewesen, dass die Hertha mit dir mitgefahren ist. Ja, das war relativ schwer. Also es war mal so, wir sind zurückgekommen aus einer Japan-Tournee und unrasiert, hat ein bisschen abgelebt. Und die Leute bei mir daheim auch, weil ich keinen Schlüssel gefunden habe, macht die kleine Tochter, macht auf und sagt, du Mama, da steht ein fremder Mann draußen. Mhm. Also meine eigene Tochter habe ich nicht mehr kennt, da habe ich gesagt, hoppala, da muss ich mir was überlegen. Wie lange warst du denn da weg in Japan? 6 Wochen. Ja. Na gut, vielleicht hast du wirklich sehr verlebt ausgeschaut die Woche. Ja, es war sehr anstrengend. Also wir haben fast jeden Tag ein Konzert gehabt. Und also durch ganz Japan, also wirklich von Fukuoka bis Hiroshima. Also alles durch, also die ganze... Wer hat denn das organisiert? Yamaha hat das organisiert damals. Yamaha, da war unter anderem mit dabei Elton John, der war damals noch unbekannt oder hat noch nie einen Hit gehabt, sagen wir so. Ja, der Crocodile Rock ist schon Anfang der 70er Jahre, nicht? Ja, Crocodile Rock war, das war der, also, aber nicht in Japan. Also ja, Japan, ja, aber, klar, ja. Aber wir waren ja auch drüben nicht bekannt, also die Japaner haben uns irgendwo mal in Europa gehört und haben was uns... Was das gibt, da hat es ein Land gegeben, wo ihr nicht bekannt wart. Ja, also Japan war natürlich, ist klar. Also,
Aber die Japaner waren extrem interessiert an europäischer Musik damals. Und die haben aber sowas von organisiert, sowas überhaupt noch nie gesehen. Da hat jede Halle, also unter 18.000 Leute waren nie. Und aber alles, es war immer bei jeder Halle alles gleich. Dieselben Musiker, also die Background-Geschichte, dieselbe Anlage. Und also wie wenn du nie aus der Halle ausgegangen warst. Die haben das extrem super hergerichtet. Das ist toll. Ja. Und in Österreich, habt ihr da einen Manager gehabt oder habt ihr euch da selber um die Gigs gekümmert? In Österreich hat uns die Marianne Hansi, seine Frau, damals gemanagt. Sie hat es absolut gut gemacht, kann man gar nichts sagen. Wir hätten dann ein internationales Management kriegen sollen und sie hat uns nicht loslassen. Also das war natürlich ein bisschen eine komische Geschichte, aber okay, müssen wir damit leben. Ihr habt ja bei Eurovision Song Contest, bei dem Bewerb da damals mitgemacht und die Satz, glaube ich, irgendwas Fünfte oder was wurden. Ja, ja. Also gar nicht schlecht. Mit My Little World, glaube ich, war das. Ne? Ja, ja. Voriges Jahr, glaube ich, hast du dich aber wiederum beworben zum Eurovision Song Contest. Ja, beide. Was? Ja, der Waterloo, ja. Nicht beworben. Der ORF ist an uns herangetreten. Also an euch beide, ja, miteinander? Ja. Ich habe zuerst gar nichts gewusst davon. Also, die waren auch schlau. Ne? Der ORF hat gesagt, der ruft zuerst den Hans an und dann ruft den Sepp an. Ja. Und ich habe gesagt, naja, ich meine, es ist nichts verhaut, wenn wir mitmachen und hin und her. Aber ich habe es dann gesehen, wirklich an Ort und Stelle, das war's. Ja. Wieso hast du das überhaupt angetan? Ich meine, ich verstehe, dass ein aufstrebender Künstler oder ein Möchtegern-Künstler, ja, sage ich jetzt da ganz bewusst, wenn ich an 2012er Beitrag denke, dass die Plattform nutzen wollen, um möglicherweise bekannt zu werden. Aber das hast du nicht notwendig. Wieso hast du den Plätzchen angetan? Ich habe den Plätzchen deswegen angetan, weil ich wollte meine Fans nicht enttäuschen. Unsere alten Fans, die waren ja eigentlich die treibende Kraft für die ganze Geschichte. Die haben, also pausenlos hat das Telefon geleitet und so, gesagt, sei doch nicht so komisch, geh, mach doch mit, geh, das ist eine Garde und du hast ja nichts zu verlieren. Ich habe gesagt, okay, zum Verlieren habe ich eigentlich eh nichts, aber naja, dann haben wir es doch überwunden, nicht? Oder ich habe mich überreden lassen, sagen wir so. Na, dann gehen wir weg vom Eurovision Song Contest wieder hin zur Musik. Und was tät man denn als nächstes hören? Ich habe einmal ein Lied geschrieben, das heißt The Ballad of Merlin. Und dieses Lied liegt mir am Herzen. Weiß nicht, es geht wirklich um die Zeit damals bei Arthur, aus der Arthur-Sage. Ja, hört euch das einfach an. There's a man who knew the truth of life, the meaning of it all. So Sepp, jetzt da hast du dich auslassen über den Zauberer Merlin. Jawohl. Und du bist mit Linz ganz eng verbunden. Vor ein paar Jahren, ich glaube 2009, war Linz die Kulturhauptstadt. Ja. Da hast du auch einen ziemlich starken Beitrag geliefert. Ja. Ich habe da für das Linzer Werk habe ich ein Album geschrieben. Das heißt Linz-Lieder, das hat es auch noch nie gegeben. Und habe also wichtige Plätze aus Linz, wie die Vöß zum Beispiel, da habe ich den Hochofen Plus gemacht und einige Plätzchen beschrieben, die Donau zum Beispiel oder die Klangwolke. Und natürlich auch die Mischverhältnisse, die noch immer vorherrschend sind, ein bisschen angekratzt. Und für dieses Projekt habe ich vom Land Oberösterreich den Kulturpreis bekommen. Hey, gratuliere. Ja, danke. Also die Kulturmedaille der Stadt Linz und Oberösterreich vom Landeshauptmann überreicht. Das ist toll. Ich glaube auch, ja. Das ist eine schöne Anerkennung. Ich bin zwar kein Medaillensammler, aber mir hat's gefreut irgendwie. Nur zu Recht. Okay, ich bin auch sehr stolz drauf über dieses Projekt, das nach wie vor über die Stadt verkauft wird, über den ganzen Souvenirshops. Und auch am Böslingberg in der Kaltenbahn kann man das hören. Also es ist alles dabei. Jetzt hast du aber mit Linz auch wieder ein Projekt gehabt. Du warst vor kurzem im Fernsehen mit Linzer Gärten. Ja, da gibt's in Linz gibt's relativ viele Schrebergärten, die extrem günstig und schön liegen. Also man wirklich wie ein eigenes Home. Mein Home ist mein Kassel dort, das ist so in der Richtung. Und ich habe selber einen Schrebergarten seit über 30 Jahren und bin da mit dem Erich Bröll, den ich schon seit langer Zeit kenne, als Universumfilmer und auch Taucher und Abenteurer. Der hat mich angerufen und gesagt, du Sepp, ich möchte gern über Linzer Gärten was machen. Da habe ich gesagt, okay. Ich helfe damit, gibt ein paar Ideen, ein paar Ansätze, wo man sagen könnte, das sind schöne Gärten, da ist was Besonderes. Da gibt es ja auch japanische Gärten, das habe ich gar nicht gewusst. Also in Linz? In Linz, ja, gibt es japanische Gärten. Und auch jeder pflegt das Ganze. Das Ganze ist aber auf Niveau gemacht, nicht irgendwie auf so abschäumig, sondern einfach wirklich klasse. Und da sieht man genau, dass die Leute sich wirklich bemühen, in so einem Garten zu Hause dort. Und ja, seit einem Jahr haben wir das Projekt gestartet und ich glaube, es ist ganz gut geworden.
Du hast ja nicht nur musikalisch verewigt, sondern du hast ja schriftstellerisch verewigt. Ja. Du hast eine Biografie geschrieben, die ein bisschen an noch desperaten Titel hat. Mein Leben ein Waterloo. Ja. War dein Leben ein Waterloo? Nee, mein Leben war die Person Waterloo. Die Person, mit dem habe ich ja auf der Bühne, mit dem bin ich über 30 Jahren auf der Bühne gestanden, sagen wir so. Und habe natürlich viel mitgenommen aus der Zeit. Positive, negative Sachen. Also ich habe das Buch eben selber geschrieben, ich habe keinen Ghostwriter gehabt. Und habe aber 6 Jahre daran gearbeitet an der ganzen Geschichte. Dadurch hat es ein bisschen länger gedauert. Aber es ist am Schluss war es schon so, dass der Verlag mich gedrängt hat. Aber ein Waterloo war dein Leben ja überhaupt nicht. Trotzdem hast du auch Erfahrungen gemacht, dass wenn man am Höhepunkt eines Erfolges ist, dass man da unglaublich viele Freunde hat. Ja. Und dass man da dann nachher selektieren sollte. Ja, das würde ich auch jedem Musiker raten, der wirklich in einem gewissen Label schwimmt. Man muss sich die Freunde schon aussuchen, mit denen man umgeht. Also bei uns war es halt extrem schwierig, weil wir haben wirklich viele Freunde gehabt und die haben gar nicht mehr gewusst, ist das jetzt ein Freund oder ist das kein Freund? Ist das nur ein Schmarotzer oder meint das wirklich ernst? Und ich habe dann, wie ich dann, wie gesagt habe, aussehen mit Hansi damals, habe ich auch meine Freunde selektiert und bin heute der glücklichste Mensch der Welt. Das heißt immer, die Freunde kann man nicht aussuchen, die kommen einfach. Aber ich habe mir meine Freunde jetzt wirklich ausgesucht und ich meine, ich kann mit jenen reden. Nach welchen Kriterien macht man das? Dass man wirklich mit der Sympathie überlegt, ist das jetzt gut gemeint oder schlecht gemeint? Oder meinst der überhaupt ganz anders? Also ich bin halt nach den Kriterien gegangen, wie lernst du halt neu kennen? Ich habe mich auch wieder neu kennengelernt, damit auch. Ne? Mhm. Und ich habe auch viel zugehört, muss ich auch dazu sagen. Weil die Leute, mit denen ich jetzt benannt bin, sind intelligente Menschen und keine Schmarotzer. Und da bin ich sehr stolz drauf. Das ist schön. Sepp, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, ich sage danke. Gell? Ich sage danke einmal. Ich freue mich, dass wir jetzt bis zum Ende der Stunde in unnotrierter Weise noch deine Musik hören von den beiden CDs. Die eine CD heißt Startklar und die andere heißt My Own Dream. Und wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, gute Unterhaltung dabei. Freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und dir, Sepp, alles Liebe. Ich sage dir, Gerhard, alles Gute und danke für dieses nette Gespräch. She wrote me today that she won't come back to stay, that she'd only come to pick up a clue. Das war eine weitere Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie Lust bekommen haben, auch bei anderen Sendungen reinzuhören oder Sie uns einfach Ihre Eindrücke mitteilen wollen an gerhard.blabol@aon.at. Bis bald, Ihr Gerhard Blabol.